Hallo zusammen, ich habe hier einen Mercedes Viano mit einem Westfalia-Ausbau. Das heißt, ich habe nur den Kühlschrank, weil ich habe ja nur sowieso nur Kühlschränke. Also wer sich einen Mercedes kauft, ist okay. Ich beliefere sie nicht mehr, ich habe sie auf Vorauskasse bestellt, weil sie mir nicht die Rechnungen zahlen, aber so ist es. Er ist jetzt der Kunde von diesem Kühlschrank, ist jetzt rumgerannt und er hat geschaut, wie er zu so einem Kühlschrank kommt. Mercedes hat ihm es offeriert, weil hier drin in diesem Kühlschrank hat es ein Loch in der Kühlschlange drin. Also zwischen der Innenwand und der Isolation hat es ein Rohr. Das ist durchoxidiert und jetzt rinnt der Kühlschrank innen drin. Wir sehen auch hier, was das für ein Kühlschrank ist. Also ein RC1142. Sonst sehen wir da eigentlich nicht mehr. Ihr könnt selber lesen. Und ich habe ihm gesagt, er kam hier an, das ist da kaputt. Kühlt nicht, und sagt, kühlt nicht, kein Kältemittel drin, ein bisschen Kältemittel draufgegeben. Dann kommt die Wand hier gerade raus, die bläst sich auf, weil eben hier ein Loch drin ist. Wir haben jetzt ein Schraderventil reingesetzt. Hier auf der Seite einen neuen Filtertrockner. Und hier ein Kühlelement eingesetzt, einfach reingeschraubt, einfach auf dieser Seite. Das reicht absolut. Der Temperaturfühler, der ist hier unten. Und hier sitzt das neue Kühlelement. Das reicht so bis 100 Liter. Hier haben wir geschätzt 50. Und als ich ihm gesagt habe, wir machen das für 400 Schweizer Franken, neues Kühlelement, Kältemittel und so weiter, hat er gesagt, ja, könnt ihr gerade machen. Sage ich, nein, das ist ein Fremdgerät. Und wir haben Sommerzeit. Wir machen das schon. Aber irgendwann im Oktober, weil wir haben genügend zu tun mit unseren eigenen Geräten. Das merkt ihr auch, dass ich vielleicht jetzt, seit wir Sommer haben, nicht mehr so viel Videos mache. Das Element sitzt drin, ist aber noch nicht gefüllt. Das geht jetzt noch 2 Monate. Jetzt ist er abgedrückt. Wir haben jetzt Druck drauf. Und jetzt machen wir einen Drucktest, ob das Ding dicht ist. Punkt. Also, und nachdem ich ihm gesagt habe, was wir wollen dafür, hat er gesagt, er hätte vom Mercedes ein Angebot für 4.000 Schweizer Franken, um diesen Kühlschrank zu reparieren. Also 3.999 oder sowas. Gut, der Kunde hat ihn selber rausgebaut. Bei Mercedes war es, glaube ich, auch noch zusätzliche Arbeit. Ja, das ist jetzt eben, wie gesagt, Fremdgeräte reparieren wir erst, wenn die Sommerzeit vorbei ist, weil jetzt im Sommer kommt jeder. Wir haben täglich Anrufe, ja, wir haben beim Campershop sowieso einen Kühlschrank gekauft, irgendwo, keine Ahnung was, und ihr müsst uns jetzt den reparieren. Nein, unsere Kunden haben Vorrang. Punkt, fertig. Im Herbst haben wir wieder Zeit, dann machen wir auch Fremdreparaturen, also ab, wenn Sommerzeit vorbei ist. Ich verlinke euch hier das Video von den Hauptproblemen, was wir haben, wenn die Kühlgeräte nicht laufen. Das ist der Spannungsabfall, das ist die erste Frage, die bei uns kommt, wo wir dann prinzipiell mal angelogen werden. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.